Was sagt mir denn der Hinweis? Der Hinweis bringt mich, glaube ich, weiter, bevor ich mich hier weiter rumquäle. Aber wenn es dem einen oder anderen jetzt nicht passt, ich kann es nicht ändern, aber ich mache es halt immer so, damit sich das auch nicht zu sehr in die lange zieht. Okay, ich logge ihn erstmal an. Das, guck mal, die Spielweise ist wieder eine ganz andere als wie das, was ich gemacht hätte. Ja, genau. Okay. Achso, muss sie. Hui. Oh, besser ist das. Besser ist das, wenn wir das so machen, okay. So, und zack, und zurück, und zack, und so, genau, mit die Dings weg sind. Meine Fresse, die denken sich was aus. Für mich, ich habe mich nie mit, sag ich mal, so strategischen Spielen befasst. Also ist mir doch lieber, wenn ich das mit irgendwas spiele. Wir brauchen mal. Jetzt die schießen wir ab. Das wäre so beinahe vor das Tor gelaufen. So. Die Flucht. Sehr lange Flucht, ne? Entkommen, Flucht, immer Wahnsinn, ey. Absoluter Wahnsinn. Wenn das gefluchtet hat, so. Gehen wir den da rüber, gehen wir nach oben. Aha, jetzt gehen wir hier drauf. Na, geh rüber da, brauchst dich rumtänzeln. Du alte Schlawiner. Und jetzt. Okay. Du hast doch keine, keine Chance, irgendwie das Spiel eine Schwierigkeitsgrad einzustellen. Also zwei von den Schlangen waren unwichtig. Okay. So funktioniert es nicht. Bestimmt einfach. Bestimmt einfach. Bestimmt. Ja. Warum auch immer ich da. Weil nur eine Schlange drauf geht, okay. Brücke ins Tageslicht. Wow. Was das für Levels sind. Nee, nee, nee. Echt heftig. So, was haben wir als nächstes? Wie sieht's aus? Mauspfeil. Thank you.
Also ich werde da nicht drauf gekommen. Weiß ich. So ein ganz schlauer Bengel bin ich dann doch. Was ist das denn hier? Achso. Da schiebt sie mein Laminat auseinander. Aha. Ich sage jetzt mal dazu den Hinweis ausblenden. Achso, ich habe ja... Ach nee, warte mal. Habe ich ja an. Wo ist das so? Jetzt läuft es von alleine. Jetzt brauche ich nicht mit der Maus arbeiten. Wow. Weit gesprungen, gut gemacht. Und jetzt gibt es einen Seemannskörper. Square Enix Montreal. Ja, Freunde. Das war das Spiel. Ja, Fazit. Also ich hätte mir, wenn man jetzt nicht mit den Hinweisen gearbeitet hätte oder hat oder würde, ja, dann würde ich eher sagen, dann ist man schon ziemlich lange im Spiel unterwegs. Weil... Ja, wenn du richtig ein engagierter Zocker bist und hast ein bisschen was in der Birne, ist nicht so, dass ich nichts in der Birne habe, aber auch so was. Es gibt halt gewisse Spiele, die kann man einfach, und es gibt Spiele, die kann man nicht. Und das war jetzt sowas, wo ich denke, ja, muss erstmal drauf kommen. Und ich überlege, die allererste Aufnahme, ich habe gebraucht 3 Stunden und 40 Minuten. Und bei dieser bin ich gerade mal, die eine Aufnahme war eine Stunde, die andere war, da kam ich glaube ich auf, die allererste Aufnahme auf 20 Minuten. Und bei der zweiten glaube ich, ich glaube die waren dann zusammen, eine Stunde. Das müsste jetzt weniger sein auf jeden Fall, denke ich mir so. Ja. Aber... Ja, man kriegt auf jeden Fall das Doppelte dann schon zusammen, wenn man da echt am Rumtüfteln ist und das ausprobiert, aufs Neue, immer wieder von vorne. Dann hast du aber auch irgendwann, wenn du so einer bist wie ich, ja, es gibt viele Leute, die so sind wie ich dann halt, die dann einfach die Schnauze voll haben. Die benutzen dann die Hinweise und sagen, da musst du erstmal echt drauf kommen. Wow, echt heftig, ey. Nee, krass. Also da hat er schon recht. Das ist schon für so einen einfachen Master ist das einfach nicht zu schaffen. Und guck mal, gibt es sogar Philipp Whithead Tester, Andy Lafreniere Tester. Ah, gut, die haben bestimmt das alles mal. Die Tester. Ja. Viele Tester hier. Ja, also geil wäre es gewesen, vielleicht die Schwierigkeitsgrad reinzubringen, ja. Es schwerer zu machen, es leichter zu machen, dass in dem Punkt dann halt gewisse Sachen fehlen, dass du dann doch auf die Lösung kommst. Wäre ja schon nicht schlecht gewesen. Du hast ja auch in anderen Shooter-Games, ja, also Story-Modus gesehen, hast du auch einfach Mittel. Und dann noch 2 andere Schwierigkeitsgrade drin, ne? Dass du das dementsprechend für dich da so einstellen kannst. Oh, ich versuche jetzt mal eine Nummer härter. Hier hast du nur einen Schwierigkeitsgrad und damit war es das dann gewesen. Ich denke, Mamma mia. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und ich hoffe auch, die Musik und so weiter kommt ganz gut an. War jetzt nicht zu leise aufgenommen, ansonsten werde ich da einfach wieder Musik drunter setzen. Und ja, somit ist dann ein neues Let's Play und ein nächstes Let's Play zu Ende. Und mal gucken, was ich noch als nächstes anpacken werde.
Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, mir auch gerne mal eine Spende da lassen oder sowas. Unten in der Videobeschreibung. Einfach mal drauf gehen, mal was da lassen, wo ihr sagt, oh, das Spiel oder das Spiel, das möchte ich gerne mal beim Virus sehen. Das kann er doch mal spielen, weiß ich nicht, wo ihr Bock drauf hätte. Ich würde es einfach mal ansprechen. Wolfenstein, The New Colossus, vielleicht Metro Exodus, wenn ihr es sehen wollt bei mir. Oder halt, weiß nicht, Alien Isolation, was Horrorlastiges oder sowas. Dann dürft ihr mir gerne ruhig mal was dazu spenden und sagen, pass auf, das Spiel möchte ich gerne mal beim Virus sehen. Dem gönne ich das hier. Und dann zeig mal, was du kannst denken. Mache ich dann halt gerne, wird natürlich dann auch erwähnt. Ganz klare Sache. Und weil ich sage, das Spiel habe ich von dem und hallo, siehst du mich? Ja. Und klar, also so ist es dann nicht. Ich habe auch nicht noch ein Unboxing für euch auf Lager, aber ja, das wird ein bisschen geschnipple und ich bin noch nicht ganz mit mir im Köpple, was oder wie ich da das aufnehmen möchte, will oder wie ich das in Szene setzen soll. Ja. Und zwischenzeitlich habe ich dann natürlich auch noch eine Lektüre zu lesen, das mache ich meistens abends. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Warte mal. Das ist ein Teilnehmerbroschüre Rettungsschwimmer Bronze, Silber, Gold. Hier. Ja, ich will ja einen Job haben und dafür muss ich auch was tun. Gestern habe ich mal nichts gemacht, aber letzte zwei Tage habe ich gelesen, ein paar Seiten. Und heute muss ich doppelt lesen, was ich gestern nichts gelesen habe. So, das ist dann die Frage, wann mache ich das? Und normalerweise während des Renderns, ja, bin ich dann eigentlich so, wir gucken mir den Stream an, bin dann schön gemütlich am Frühstücken und guck dann, ob ich dann eventuell, wenn es draußen nicht ganz so regnet, rauskomme. Ja, im Moment wieder Pokémon Go Event ist, ja, wo du doppelte EP machen kannst. Und da bin ich dann natürlich schon unterwegs, habe gestern Level 37 erreicht. Oh, endlich. Naja, schauen wir mal. Oder ich lese halt gleich was und höre mir ein bisschen Musik an während des Frühstückens. Weiß nicht, ob man sich da bei dem Kauen konzentrieren kann. Ansonsten schauen wir mal. Ne? Also ich würde mich freuen, ein bisschen Anteilnahme zu kriegen von euch. Ne, wenn ihr sagt, das oder das Spiel. Oder ihr könnt auch natürlich drunter schreiben, hast du das und das Spiel? Sag ich, wenn ich es nicht habe. Was ich sage, wenn ich ja? Und was ist, wenn ich sage nein? Den Spruch kennt wahrscheinlich der liebe gute Nerfy, von dem schon lange nichts mehr gehört. Der gute Nerfy, wie er sich zurückzieht von der Außenwelt. Könnt ihr mal auch mal wieder ein bisschen mehr machen, du. So, ja, Nerfy, ne? Gibt's ja noch Trials Fusion, falls du mal Bock drauf hast. Oder du hättest dir das jetzt angeguckt, bis zum Ende, keine Ahnung, dann melde dich doch einfach mal bei Mischen, ne? Also, ich würde sagen, ich mache jetzt Cut hier. Resümee habt ihr ja gekriegt, ne? Schwierigkeitsgrad hätte gefehlt. Grafik, Sound, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können, denke ich mir, ja. Aber ansonsten ist es doch ein sehr unterhaltsames Spiel. Von Anfang ist einfach so easy. Einfach nur, macht einfach Laune, mehr zu spielen davon. Es hätten mehr Levels sein können, finde ich jetzt. Und und halt in dem Punkt hätte man vielleicht einen Schwierigkeitsgrad einbauen müssen und mehr Levels. Das wäre so gerne so ein Spiel gewesen, so wie am Anfang. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Zeit drin verbracht. Aber wenn es dann so schwierig und tricky geht, dann Richtung Ende zu, das heißt, du hast eine Steilkurve, die dann auf einmal so, und dann geht es dann so nach oben. Und da musst du hier oben ganz schön, da qualmst, da geht die Kurzschlusssicherung und das war's. Also, der Rest war nicht in Ordnung, der Anfang war geil, wie gesagt, mehr Levels wären richtig geil gewesen. Aber naja, so ist das halt. Ne? So, Freunde, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr euch das angeguckt habt. Und für alles andere bin ich sehr gerne offen. Also kommt ruhig mal auf mich zu. Discord-Link, falls jemand mit mir quatschen wollt, findet ihr auf meinem Kanal unter Kanal Info. Da findet ihr die Linkadresse von meinem Discord. Jawohl. Also, ich würde sagen, bis dahin, euer Virus. Ciao. We'll be right back.